In dem 300 Seelendorf Windeckau im südlichen Nordrhein-Westfalen lebt die fünfköpfige Familie Grieger in dem alten Haus von Timos Eltern. Hallo, ich bin Ricky Grieger, die Mama im Hause Grieger. Hallo, ich bin Jada, bin 8 Jahre alt und gehöre auch zum Hause Grieger. Ich bin die Mittlerste. Hallo, ich bin auch ein Mitglied der Familie Grieger und ich bin 6. Und jetzt begrüßen wir Lara. Hallo, ich bin Lara Eileen Grieger, komme aus der Familie Grieger. Es ist sehr schön hier und chaotisch. Der 42-jährige Timo ist Berufssoldat und war bis vor 4 Jahren in den USA stationiert. Seit die Kriegers zurück sind, dreht sich alles um ihr neues, altes Heim. Die Dämmung am Haus ist noch nicht passiert. Also für mich ist das immer noch so ein bisschen baustellemäßig. Hier ist generell überall was zu tun. Im Hasenstall müsste ein Dach drüber gebaut werden. Hier ist irgendwie ein Loch. Hier der Holzunterstand, da ist nicht viel Prüdel drin, da könnte viel von weg. Viele kleine und große Baustellen im Hause Grieger. Heute machen Rüki und Timo den Anfang im kleinen Badezimmer im Erdgeschoss. Was möchtet ihr frühstücken? Ich möchte Brot mit Nutella, also 2 große Scheiben Brot. So. Kann ich dir was helfen? Wenn du willst, kannst du schon mal die Brote schmieren, dann hole ich den Kindern noch, schnibbel ich noch. Was wollen die denn alle Nutella aus? Es gibt auch sowas wie eine Erfindung Stroh. Weißt du, was wir mal machen müssten? Ja? Im Carport ein bisschen Platz schaffen, weil wenn wir das Renovieren anfangen, dann brauche ich da ein bisschen Platz erstmal für, wenn Material ist oder für, wenn wir was abreißen. Carport freiräumen ist ja schön und gut, ne? Ja. Aber wir leben hier im Elternhaus vom Timo. 60er Jahre gebaut, wurde in den ganzen letzten 50 Jahren nicht großartig renoviert. Was ist das? Also ganz ist das nicht mehr. Wenn ich die Kohle hätte, abreißen, neu hinbauen. Haben wir nicht, so, wir sind alle keine Millionäre. Wie dem auch sei, das ist halt, überall ist halt so, was man neu machen kann, was man erneuern kann. Und ich möchte, oder wir sind zum Entschluss gekommen, zusammen, dass wir uns das zutrauen. Naja, dass wir das Bad zusammen machen. Mein Papa ist ein guter Handwerker. Er wird das schon rocken. Und ich bin auch ganz aufgeregt, wie das Bad dann aussehen wird. Ich finde es nicht gut, dass das unten hier das Bad erneuert wird, weil wir müssen dann halt jetzt immer oben Zähne putzen und so. Und ich habe mich halt immer dran gewöhnt, unten Zähne zu putzen. Das wird jetzt richtig lange dauern. Richtig lange. Mein Ziel ist es, das Ganze einfach vor Halloween fertig zu kriegen. Ja. So, ob das natürlich möglich ist, werden wir sehen. Also er muss halt ein bisschen mit mir Gas geben. Danke. Bitte, Frühstück. Im ersten Stock ist ein 4,5 Quadratmeter Minibad. Für die nächsten Wochen das einzige, in dem sich alle 5 Griegers waschen. Denn das andere Bad im Erdgeschoss ist alt und völlig aus der Mode. Das Badezimmer ist, ich glaube, fast so alt wie meine Mama, würde ich sagen. Also 60er-Jahres-Stil. Die Fliesen, wer hat heute noch so Fliesen? Ja, also das hier, das ist doch gar nicht mehr modern, nicht mehr in der Zeit. Wenn ich die Dusche anmache, muss ich immer vorher die Tür zumachen, weil sonst werde ich komplett pitschenass, muss so kurz warten, bis das Wasser warm ist und dann kann ich einsteigen. Das ist also alles eine ziemlich komplizierte Sache hier. Was mir gar nicht gefällt, ist dieses Waschbecken. Es muss auf jeden Fall alles raus. Ja, was wir hatten hier so ein Bidet. Das hat der Timo leider kaputt gemacht. und dann hat er das abgebaut und hat hier so ein... Das ist Kleber oder so, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir stellen das so davor, damit es ein bisschen schick aussieht. Oh, jetzt kriege ich schon... So. Das ist ein Schlüsselschrank, wurde mir mitgeteilt. Wer hat im Badezimmer einen Schlüsselschrank an der Decke? Das können nur die Griegers. Also das ist ein Schlüsselkasten. Und das hat mein Bruder da dran gemacht, weil die Lampe, die da hing, weg ist. Und dann hatte man ein Loch in der Decke. Ja, das ist scheiße. Und deswegen finde ich das sehr stylisch und wir lassen den Schlüsselkasten da hängen. Das kannst du vergessen. Nee, weißt du, was wir machen? Mhm. Wir machen da eine richtig schöne Dekolampe hin. Ja. Dann müssen wir jetzt überlegen, welche Farben die Fliesen und so haben. So. Du kannst von mir aus wirklich aussuchen, aber eine Bitte habe ich. Keine dunklen Fliesen an die Wand, weil der Raum eh schon so furchtbar klein ist.
dann machst du den noch kleiner. Also bitte helle Fliesen und aber Boden von mir. Dreck drauf. Ja, an der Wand sollte im Idealfall kein Dreck sein. Ich weiß ja nicht, was du hier drinne vorhast. Aber in dem Idealfall sollte da kein Dreck an der Wand sein. So, und am Boden, ich kann dir sagen, was ich mag. Ich mag Holzfliesen, also die eine Holzoptik haben. Du sagst aber keine dunklen Fliesen an, der, an den ja, Wänden, an aber am Boden ist egal. Also das wird gleich eine riesen Diskussion geben, wenn wir Fliesen gucken gehen. Der will die echte Holzoptik, ich versteh's nicht. Fass ich mir an den Kopf, wer hat diese Holzoptik im Badezimmer, sag mir dann mal. Katastrophe. Ich will halt auch mal was Schönes vielleicht, wir, ne, auch wegen den Kindern wegen, dass da vielleicht ein bisschen was Kindliches, sag ich jetzt mal so, kindgerecht noch so mit Barfuß drauf und so auf der Fliese, so Aufkleber, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Es dauert wenige 5 Jahre, dann sind die Kinder groß und dann hast du Kinderfliesen in der Wand, hervorragend. Und ich mache das in 5 Jahren nicht nochmal, das soll mir die Alphal 10, 20 Jahre halten. Aber du musst da werden mit an die keine Kinder, Kinderfliesen. Pass auf, dafür gibt es Aufkleber. Da kannst du so viele Aufkleber an die Fliese machen, wie du willst. Aber wir nehmen keine Dekorfliesen mit Kindermotiven. Das kannst du knicken. Doch bevor es an die neuen Fliesen geht, müssen die alten ab. Nur wie? Fliesen verlegen? Nee, entfernen. Wir wollen entfernen. Ja erst mal so. Was ist das für ein Gerät, was der da hat? Das Flachmeißel mit einem Bohrhammer. Was ist denn ein Hammer? Normaler Hammer, ja, den du drauf, raus, drauf haust. Der hat doch gesagt Bohrhammer. Ja, das ist ein Bohrhammer. Oder eine Meißel. 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 Ja, beginnt nicht machen, bitte. Frag mich bitte nicht, was ein Hammer ist. Dann brechen wir hier alles ab und du hängst lieber Gardinen auf oder sowas. Weißt du, was ein Hammer ist? Ja, das ja, glaube ich nämlich Hammer. Auch, was weiß, was ein Hammer meint ist. Meint der normalen Hammer? Ja, was denn sonst? Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja einen Spezialhammer. Dann heißt der Spezialhammer, dann heißt der, was weiß ich, Dachdeckerhammer, was gibt es da verschiedene. Aber wenn der Hammer sagt, meint der Hammer. Boah, Timo, ich hab echt Angst jetzt. Leute, ihr wisst doch, was ein Hammer ist. Timo ist Berufssoldat und hat im Gegensatz zu seiner Frau Rüki etwas mehr handwerkliches Geschick. Deshalb gibt's erstmal eine Lehrstunde in Sachen Werkzeug. Das ist der Bohr. Hammer. Ist da auch so ein Aufsatz bei? Den habe ich. So, das ist einmal der Bohrhammer. Ich habe aber auch eine Bohrmaschine, die kann auch schlagen. Das heißt, theoretisch können wir das sogar zu zweit machen. Also nicht rotieren, wie der gesagt hat? Nee, die drehen nicht, die pumpen nur. Guck, boah, ist das so schwer. So, hier hast du so einen Flachmeißel, der ist zwar ein bisschen kleiner wie von ihm, der. Mach mal. Und dann kann das losgehen. Und, pass auf, komm, lass dich mal gerade hier hin. Was nämlich auch gut ist, gibt es Ecken, da kommst du nicht so gut dran. Dann hast du hier noch einen für. Da geht nicht rein. So. Also ich habe sowas noch nie gemacht, geschweige denn in der Hand gehabt, so ein Ding. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie man das macht. Da bin ich jetzt ganz stark auf Timos Hilfe irgendwie angewiesen. Weil Männer haben da so eher Ahnung von. Ich krieg das Ding noch nicht mal rein irgendwie. Ich bin ein bisschen überfordert und wir haben noch gar nicht angefangen. Also, okay, das Ding ist auf jeden Fall sehr schwer. Also, der hat das im Video. Nee, oder? Doch. Ich probiere das jetzt mal. Warte, ist das eine. Was ist das? Ach, ich habe keine Ahnung. Ohne Handschuh geht, ja? So, ja, und dann halt drücken. Fest. Lass nicht fallen. Was ist das? Halt mal kurz so einen Boden. Nee, ich trau mich. Ja, mach mal. Nicht. Wie jetzt? Ja, jetzt drück mal. Nee, Timo, ja, mach mal. Geht der Boden kaputt. Halt fest. Du musst schon ein bisschen drücken. Wie? Zeig mir mal. Ja, siehst du? Ah, warte, ich mach. Oh, Mama, ich hab Angst. Stopp, mach mir den Boden nicht kaputt. Sollst du mal ausprobieren. Okay, ich hab ausprobiert. Okay. Ey, jetzt ist ein kleines. Ja, natürlich. Naja. Ja, natürlich. Okay, das muss. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Okay, ja. Jetzt kann losgehen. Vielleicht ziehen wir uns erstmal noch was anderes an. Was meinst du? Boah, ich versuch's jetzt einfach mal. Nur versuch mal klug und lass das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Rüki und Timo sind seit 15 Jahren verheiratet. Auch wenn Rüki keinen blassen Schimmer vom Heimwerken hat, will sie ihren Teil am neuen Badezimmer beisteuern. Schließlich war sie auch die treibende Kraft. So, was ist jetzt meine Aufgabe? Ich versuche jetzt mal den Schrank von der Wand zu heben. Ich weiß leider auch nicht, wie der fest ist. Ich nehme an, dass der nur. Ah, ne, hier sind Schrauben. Dass der nur eingehangen ist und dann musstest du nur mal kurz dabei stehen, falls der mir entgegenkommt. Kriege ich den gehalten? Nee, das mache ich, aber du sollst nur aufpassen. Aha, okay, das geht. Oh. Halt das mal hier fest. Oh. Nur einfach gegen die Wand drücken, dann drehe ich hier die Schraube.
Also ich möchte auch, und das habe ich mir fest vorgenommen, eine Toilette, die eine andere Form hat. Also die, weil die hier, wenn du hier, ich muss einmal den Schrank halten. Wenn du da drunter, das will ich nicht haben, dieses da drunter. Also das war, aber egal, es gibt verschiedene Toilettenformen, das habe ich mir auch schon überlegt. So, zack, Klappe zu, Affe tot. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Hast du nur lockere Schrauben? Ja, die habe ich überall, hör mal. Bis vor 4 Jahren haben die Griegers in den USA in einem 300 Quadratmeter Traumhaus gelebt. Jetzt wollen die beiden auch dem alten Haus von Timos Eltern einen neuen Anstrich verpassen. Warte, wir stellen den hier am Wasserhahn ab. Nee, da hängt ja noch. Ja, aber du kannst abstellen, das ist lang genug. Okay. Wenn man ein Haus hat, muss man natürlich hier und da 2-3 Sachen alleine machen. So, ich sag mal, so die kleinen gängigen Dinge, das kriege ich schon hin. So. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir jetzt das Waschbecken weg, ne? Ja. Hier, Eimer. Danke. Zack. Den Eimer brauche ich für 2 Möglichkeiten. Entweder ist noch Wasser im Siphon oder ich kotze da gleich rein. Boah, bitte nicht. Ne, Siphon ist immer echt eklig. Boah. Oh. Und außerdem, meine Haare sind da nicht drin. Okay. 2, 3, 4. Was zählst du da? Die Stufen, warte. Boah, 1, 2, 3. Das war unglaublich schwer gerade. Ich bin 1,52 Meter groß und habe ein paar 50 Kilo. Und das ist, boah. 3.000 Euro ist das Budget fürs neue Bad, inklusive neuer Wand- und Bodenfliesen und aller Sanitäranlagen. Die allererste Fliese darf Rüki abschlagen. Hau mal rein, würde mich mal interessieren. Du pass auf die Augen auf. Okay, hier? Ja, mach mal, volle Lotte. Erstmal gilt, alles muss von der Wand. Doch wohin mit dem ganzen Bauschutt? Stopp, stopp! Boah, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie wir das alles unterkriegen sollen. Da bin ich ganz ehrlich. Also für mich ein ganz großes Fragezeichen. So, was mache ich, wenn mir der Platz leer geht? Was mache ich dann? Wie bringe ich das so schnell wie möglich weg? Also ich will ja auch ganz ehrlich, mein Auto nicht mit dem ganzen Bauschutt und so ein Zeug. Muss ja auch irgendwie, glaube ich, eine Plane oder so drunter machen. So, dass dann der Kofferraum dann auch irgendwie, muss ja eine Plane drunter machen, sodass der Kofferraum ja dann auch... Das ist nur ein bisschen Dynamik. Also geht ja, mal. Also man kann hier nicht arbeiten, nicht vernünftig reden. Ich mache jetzt auch einfach weiter, weil er macht ja auch einfach weiter. Nebenan im Carport denkt Timo vorbildlich auch an Mülltrennung. Ja, Bauschutt muss er jetzt ein bisschen trennen von allem, was also an Metall und sonst was ist, weil das ein getrennter Müll ist. Viel Platz haben wir im Carport nicht mehr, was ja eh leer gemacht werden soll. Aber ich mache jetzt hier ein Action, dann mache ich ein Stück von dem Poolteppich da drunter. Da kippe ich das Ding jetzt erstmal auf, so viel wie wir haben, dass wir da drin vernünftig laufen können. Ja, wenn es dann irgendwann genug ist oder ja, müssen wir halt mal eine Tour wegfahren auf die Baukippe. Es hilft da nichts. Längst ist der Autounterstellplatz zu einem Abstellraum verkommen. Und nun türmt sich auch noch der ganze Bauschutt aus dem Bad dazu. Das 60er Jahre alte Gemäuer birgt immer wieder Überraschungen. Krass! Das ist mal, da ist ja richtig, ey, das ist ja mal krass. Timo? Ja! Komm doch mal bitte. Hast du einen Schatz gefunden? Nee, ich habe keinen Schatz gefunden. Was denn? Sondern guck mal. Ja, du kannst bis in den Keller runter gucken. Nee, nicht bis in den Keller. Siehst du das hier? Ja, das ist die Wand. Also, und was ist das hier, was ist das hier gemacht? Das ist nicht Bimsstein, das ist so ein poröser, also das ist dieser Mauerstein, da ist das ganze Haus draus gemauert. So. Und das ist eigentlich nur, du hast hier quasi einen Sockel gemauert und da wird die Wanne drauf aufgelegt. Ja, aber das macht man doch heute gar nicht, oder? Doch, das macht man ganz genauso heute noch. Das macht man heute noch ganz genauso. Nicht nur das Haus ist in die Jahre gekommen, auch das Grundstück drumherum ist ganz schön verlottert. Vor allem der Hasenstall hinter dem Haus. Alki Boy, alles gut? Mein Größer, mein Schatz. Na, geht's dir gut? Ja, das ist unser Hasenstall. Den habe ich halt irgendwann mal, also es ist eigentlich genau andersrum gelaufen. Die Hasen kamen und wir hatten keinen Stall. So, das passiert bei mir, also zumindest bei Rüki öfters. Die kommt da mit den Hasen an, guck mal, was ich geholt habe. Und jetzt bräuchten wir mal ganz schnell einen Stall. Also bin ich im Baumarkt gefahren, ein paar Bretter geholt, was zusammengezimmert. Habe eigentlich noch was Gutes gewollt mit freiem Himmel für die Tiere.
haben aber beim ersten Regen und im Herbst ganz schnell gemerkt, dass die hier in ihrem eigenen Matsch sitzen. So, und also von daher würde ich dann, und das habe ich schon länger vor, hier nochmal zumindest ein Dach drüber zu machen, was sich hier an den Schuppen angrenzt, sodass hier trocken bleibt und man das einfacher sauber halten kann. Das Dach muss Timo auf ein freies Wochenende legen. Jetzt stehen erstmal die Abrissarbeiten im Bad an. Die 33-jährige Rüki ist Hausfrau und körperlich schwere Arbeit nicht gewohnt. Komm her, ich mach dir dann mal ein bisschen Platz. Halt mal den Fuß davor. Jetzt hast du hinten alles wieder runtergeschoben. Du bist eine Granate, ehrlich. Wenn du mithilfst, ist es wie wenn drei Leute aufhören. Das ist der Knaller. Timo. Ja, Schatz. Ich glaube, ich habe einen Fehler begangen. Was hast du gemacht? Da ist ein Stück Mauerwerk mit ab. Ja, gut gemacht. Alles, was du da abschlägst, muss ich nachher wieder aufbauen. Ja, aber das geht nicht anders. Doch, geht anders. Siehst du doch an der ganzen Ecke, die ich gemacht habe. Du hast das mit der Maschine gemacht. Ja, dann lass es doch an. Darf ich hier hin? Schatzi, wenn du die Maschine nicht willst, dann nimm den Meißel. Guck mal, das geht so easy. Ja. Guck mal, dann nimmst du den Meißel, steckst ihn hier hinter und dann machst du so. Das geht so einfach. Okay, ich versuch's mal. Warte. Ich kann dir auch einen leichteren Hammer empfehlen, weil der Fäustel ist dafür eigentlich zu schwer. Pack den auch weiter oben. Ja. Oh. Nee, das mach ich gar nicht. Das habe ich mir gedacht. Ich habe mir das schon schwierig vorgestellt, aber dass das wirklich körperlich so anstrengend ist, das war jetzt so, da bin ich so im ersten Moment, so mein erstes Fazit, boah, das ist aber körperlich ganz schön. Ne? Und wir sind ja bei weitem noch nicht mal bei der Hälfte. Also mein Ziel ist es jetzt erstmal, die Duschwanne rauszukriegen. Wenn die draußen ist, dann nur noch der Boden. Dann gib ihm und dann richtig. Und das geht dann noch zügig, glaube ich. Aber das ist hier erst wirklich der schwierige Part. Das habe ich mir auch wirklich so nicht vorgestellt. Der Timo sagt nämlich, ich muss bis zur Dusche das rauskloppen. Da ist die Duschwanne. Da. So, und das muss jetzt, der Rest hier muss alles raus, radikal, knallhart, Vollgas. Aufgeben im Leben war noch nie eine Option, ich gebe jetzt auch nicht auf. Ich bin nämlich gerade am Anfang. Und das meint die 33-jährige Rüki auch so. Bis in die Nacht wird abgeschlagen und gehämmert. Am nächsten Morgen. Ab jetzt bleibt den Griegers nur das kleine Minibad oben unterm Dach. Und das sorgt jetzt schon für Ärger. So, Dilei hat jetzt geduscht. Ja, Dilei ist leider ein bisschen unglücklich, ob sie sich dir fallen. Dilei, wie groß findest du die Dusche? Findest du die groß oder nicht so groß? Nicht so groß. Warum? Die ist richtig klein. Wenn ich die Arme ausstrecke, ich komme direkt gegen die Wand. Echt? Ja. Ja, der Heizkörper funktioniert hier oben nicht. Deswegen haben wir hier so einen Heizstrahler hingestellt für die Kinder. Ja, es ist doch sehr klein. Kleiner als unten? Ja. Hier passt erstens nicht mein Kamm hin. Das stimmt. Das ist richtig unfair. Und meine Zahnbürste passt auch nicht mehr hin. Baba sagt uns immer nicht die Zahnbürste so nah an, weil immer macht er mit seinem dicken Arm so und dann schmeißt er unsere Zahnbürste so. Wie findest du das Badezimmer hier oben? Ich finde es ein bisschen klein, weil wir müssen halt alle drei hier oben Zähne putzen und wie bei diesem kleinen Waschbecken. Und wir müssen halt auch duschen heute und ich finde halt die Dusche einfach zu klein. Mir ist 100-mal Shampoo und Sauge deswegen gekommen. Im Abstellraum gleich neben dem Notbad haben sich in den letzten Jahren Unmengen an alten Klamotten und Kinderspielzeug angesammelt. Rüki mistet aus. Sie will die guten Sachen morgen auf dem Flohmarkt verkaufen. Denn jeder Cent zählt. Also ich hatte mir vorgenommen, 200 Euro irgendwie einzunehmen, weil dieses Geld direkt ins Badezimmer, in die Badezimmerkasse fließt. Umso mehr Geld ich mache, umso schöner kann ich das Bad machen. Also meine Strategie ist eigentlich ganz klar, viele Kindersachen mitzunehmen. Also insbesondere auch Kinderspielzeug, weil ich kenne es ja von meinen eigenen Kindern, wenn man irgendwo drüber schlendert und man sieht interessantes Kinderspielzeug. Und ich hoffe, es ist interessant, dass die Kinder eher anhalten und Mamas und Papas dazu bringen. Ja, guck mal, da ist was. Guck mal, können wir mal gucken. Die Ausbeute? Kistenweise altes Kinderspielzeug, mit dem die drei Mädchen längst nicht mehr spielen. Morgen ist letzter Flohmarkt vor dem Winter. Und diese Gelegenheit will die dreifache Mama nützen. Oh no. Kaputt. Scheiße. Eins,
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. Dass die Kinder bei dem Baustellenchaos zu kurz kommen, ist schon nach Tag 1 klar. Zuckerschnütchen. Deshalb versucht Timo, wenigstens kleine Rituale zu erhalten. Machen wir heute Bad schön? Ja! Ja. Aber erstmal ganz schön viel Arbeit, ne? Bevor nämlich schön machen, kommt erstmal kaputt machen. Aber das ist ja wieder was für dich. Kaputt machen kannst du bestimmt auch. Ich möchte kaputt machen. Das habe ich mir gedacht. Ich brauche nur Schutzkleidung, weil ich kann mir selber wehtun mit halt dem Hammer. Ich kann auch meinen Kopf machen. So. Weil ich kaputt machen will. Kaputt! Ja, das war mir klar. Kaputt machen bist du gut. Fertig. So. Wo ist die Campingtoilette? Die ist. Nee, die ist im anderen Raum. Mittlerweile ist Rüki im Keller angekommen. Auch hier sucht sich die dreifache Mama alles zusammen, was sie morgen auf dem Flohmarkt zu Geld machen kann. Und auf die Campingtoilette hat es Rüki besonders abgesehen. Komm zur Mutti. Komm her. Nicht benutzte Campingtoilette. Camping auf bestem Niveau, nur nicht mit mir. Ich hasse Campen. Ich hab Ekel davor, also ich ekel mich wirklich vor sowas, vor Gerüchen und so, Fäkaliengerüchen und so, ist gar nicht so meins. Deswegen möchte ich diese Toilette jetzt verkaufen, einfach um mich davon abzuwenden. Ich bin nicht Etepetete, also ich bin jetzt nicht die Schigimigi-Tante, aber ich muss jetzt auch nicht in der Eifel zelten, wo keine Toilette ist und dann im Wald scheißen. Das ist ein Scheißhaus. Wir brauchen ein Scheißhaus. Ich brauche ein Scheißhaus da oben. Oben im Bad hat Timo einen guten Lauf. Die Fliesen über der Duschwanne lassen sich erstaunlich leicht abschlagen. Warum ausgerechnet die so locker sitzen, wird Timo später schmerzlich erfahren. Ich habe jetzt hier an der Seite ein bisschen die Fliesen schon abgehauen, was so weit geht, aber hinter die Heizung komme ich halt nicht dran. Und die muss ich jetzt abmachen. Das ist so ein bisschen ein brennender Punkt bei mir, weil ich habe mit dem Wasser echt Bammel. Hier sind zwar Ventile, die muss ich halt irgendwie abdecken nachher, aber ich... So, wenn die nachher nicht dicht sind oder sonst was, dann fließt mir aus der ganzen Etage das Wasser da raus. Das heißt, ich mache die jetzt auf, ganz vorsichtig, drehe die Ventile rein und hoffe, dass die Packen dicht sind. Dass Timo keine Ahnung von Wasserleitungen hat, stellt sich später auf der anderen Seite der Wand heraus. Mit der Heizung hatte der 42-Jährige einfach nur Glück. Morgen bei den Griegers. Preisschock im Baumarkt. Rüki und Timo haben nur 3.000 Euro für das gesamte Bad im Budget, inklusive Fliesen und Sanitäranlagen. Werden sie damit auskommen? Timo, wir haben das Geld, mehr geht nicht. Wenn das Budget leer ist, ist leer. Und Timo bohrt eine Wasserleitung an. Wasserschaden bei den Griegers. Nein, hier ist alles nass. Timo! Ja. Das läuft noch, das Wasser. Ja, ich mach oben noch mal auf. Da ist ganz schön Druck auf der Leitung. Ich muss erst mal